Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dem Travel Guide Flo. Und heute bin ich mal in einer Stadt unterwegs, nämlich in der Hansestadt Lübeck. Und Lübeck ist nicht nur für sein leckeres Marzipan bekannt, nein, es ist auch die Stadt der sieben Türme. Und auf dem Holstentor steht in großen goldenen Buchstaben Concordia Domi Foris Pax. Was so viel bedeutet wie Eintracht innen, Frieden außen. Ja, und wir werden uns jetzt mal versuchen, einen besseren Überblick über die Stadt zu verschaffen. Bis gleich. Ja, Lieben, auf jeden Fall, was man besuchen muss, wenn man in Lübeck ist, ist die Aussichtsplattform auf der St. Petrikirche. Denn hier kann man sich auf jeden Fall einen wunderbaren Überblick über Lübeck machen. Und davon kriegt ihr jetzt eine kleine Kostprobe. Das wird auch eine tolle Aussicht, denn ein Besuch auf der Aussichtsplattform in der St. Petrikirche lohnt sich definitiv, aber es gibt noch viele tolle andere Sehenswürdigkeiten in Lübeck, wie zum Beispiel das Haus Budenbrook, bekannt aus dem Roman Die Budenbrooks von Thomas Mann. Und das Haus hinter mir ist quasi Schauplatz des Romans. Oder ihr macht eine gemütliche Tour auf der Trave, zum Beispiel mit diesem wunderbaren Splashbus. Sieht aus wie ein Autobus, sehr interessantes Gefährt. Man kann natürlich auch mit einem Boot fahren. Es gibt auch die Möglichkeit, ein wenig auf dem Stadtgraben rumzuschippern. Aber eine wirklich wunderbare Fahrt ist es natürlich, wenn man ein bisschen auf der Trave rumfährt. Und die Altstadt mit Einkaufspassage und engen Gassen zum Durchschlendern. Die St. Marienkirche. Und die St. Marienkirche hat doch eine wunderbare Sage. Und die versuche ich euch mal ein bisschen wiederzugeben. Ja, die Sage hat ganz offensichtlich was mit dem Teufel zu tun. Denn man sagt, der Teufel hätte mitgeholfen, die St. Marienkirche aufzubauen. Denn als die Lübecker anfingen, die Kirche zu bauen, hat der Teufel gedacht, es würde sich um den Bau eines Weinhauses handeln. Und so hat der Teufel kräftig mitgeholfen, denn schon die ein oder andere Seele hätte schon den Weg über ein Weinhaus zu ihnen gefunden. Doch nach einiger Zeit merkte der Teufel, dass es sich gar nicht um ein Weinhaus handelt, sondern um eine Kirche. Vor Wut wollte er die Kirche zerstören, doch die Gesellen sagten, Mensch, Teufel, lasse doch stehen, was gebaut ist. Wir bauen dafür ein Weinhaus direkt um die Ecke. Und seit heute steht immer noch ein Weinhaus unmittelbar in der Nähe der St. Marienkirche. Und es gibt noch etwas zu denken, denn es gibt noch eine Maus in der St. Marienkirche. Dafür müsst ihr die St. Marienkirche aber besuchen. Lübeck hat wirklich was zu bieten, eine wunderbare Altstadt, wo man mal längs schlendern kann. Man kann hier ganz gemütlich an der Trave spazieren gehen. Man kann hier sich ein Boot mieten, man kann hier Kanus mieten. Man kann aber auch einfach ein bisschen Sightseeing machen oder sich in ein Restaurant setzen an der Trave. Also es gibt hier wirklich ganz viele tolle Sachen, die man entdecken kann. Und Lübeck lohnt sich definitiv mal für ein Wochenende. Links zum Beispiel für eine Splash-Tour, also eine halbe Stunde Stadtrundfahrt und eine halbe Stunde auf der Trave fahren, mit dem gleichen Fahrzeug, wirklich sehr interessant, findet ihr natürlich wieder unter diesem Video. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, viel Spaß beim Entdecken, euer Travel Guide Flo.